Hier präsentieren wir die 5 besten Kunsttrockner-Tests. Lass uns anfangen. Liste zu Starten Nummer 5, AEGT 876585. An diesem Punkt ist AEG zurück auf der Szene, weil die T876585 Wäschetrockner wirklich interessante Daten erstellt. Obwohl die Trommel mindestens 8 Kilogramm Wäsche aufsaugt, ist seine Aufnahme nur 235 Kilowattstunden pro Jahr. Damit ist das Gerät in der Energieklasse A++ so einfach die Sache für größere Familien, die ihre elektrische Energiehaushalt zu sparen. Wie es funktioniert, dieser Kondensator-Wäschetrockner verfügt über eine effiziente Wärmepumpe, diese besonders wirtschaftlich betrachtet werden. Wie üblich bei solchen Geräten, die Kondensatableiterrohre durch einen Schlauch sie direkt zum Abwasser verknüpfen können oder erwarten ein in der Nähe Waschbecken. Nummer 4, Bosch WTG 86400 Serie 6 Luftkondensationswäschetrockner. Lassen Sie uns vertrauen auf die bekannten Bosch-Geschäft, das seit mehreren Jahren elektrisch betriebene Qualitätsprodukte auf dem Markt tatsächlich auch hat zu bringen. Die WTG 86400 Serie 6 hält 8 Kilogramm der Stoffe pro Spülgang und arbeitet sich durch das Programm mit einem Optimum von 65 dB. Die Energieeffizienz Klasse B, in dem 10-Klossensystem A++ bis D, wird gedacht, um eine wirklich hervorragende Leistung für einen Kondensator-Wäschetrockner. Die Trommelstruktur wird erstellt, auf dem Stoff und besitzt eine besonders glatte Innenseite mild zu sein. Bei Bosch das sensitive Drying-System ist der Name des Spiels und dient ideal Wäschepflege bereitzustellen. Auch hier stoßen wir auf ein Auto-3-System, das die Trocknung durch Feuchtemessung kontrolliert und damit vermeidet effektiv eine Überhitzung der Stoffe. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3, AEG T6 DB 40370 Kondensationstrockner. Diese clevere AEG-Gerät hat noch eine andere Betonung, das Pro-Sense-System, das die Fasern ihrer Stoffe nicht nur vor Überhitzung schützt, sondern auch von zu lang in der Trommel bleiben. Immer wieder inspiziert es extrem genau, wie der Trocknungsprozess fortschreitet, und die Trocknung passt in geeigneter Weise. Der Verschleiß der Wäsche kann erheblich verringert werden, aber die Energieeinsparungen ebenfalls angenehm sind. Schließlich haben einen Blick auf die elektronisch geregelten Programme für Baumwolle, wählen Sie zwischen 4 verschiedenen Trocknungsstufen von Kabinett trocken zu trocknen, extra trocken und sogar trocken, oder trocknen Sie Ihr gemischtes Material trocken, zusätzliche trocken oder eisentrocken Schrank. Die Verweilzeitzeichen sagt Ihnen, wann Sie sollten an das Gerät zurückgehen, Ihr endete Wäsche zu erhalten. Nummer 2, Miele TDA 150 CDLW Kondenstrockner. Miele ist zweifellos einer der Giganten unter den Herstellern von Elektrogeräten. Das Unternehmen hat tatsächlich einen Namen für sich, speziell in der Reinigungsmaschine und Trocknersektor. Mit der TDA 150 bleibt der deutschen Qualitätsdienstleister seinen hohen Standards gewidmet. Diese Miele Stürzentrockner hält bis 7 Kilogramm ihrer feuchten Wäsche nach oben und bewegt sich mit einem gewichteten Verbrauch von 494 Kilowattstunden pro Jahr in der Energieklasse B. Die Maschine produziert Klänge von etwa 93 dB im gesamten Betrieb, es ist ein wenig leiser als viele Vergleich-Designs zu machen. In Perfekt 3-Modus mit Sensortechnik Kalk trocknet die Kondensationswäschetrockner Wäsche gleichmäßig und präzise auf den Punkt, den Sie es fest diese die Fasern sichern und machen sie angenehm flauskige. Und die Nummer 1 unserer Liste,
Siemens WT46G 400 IQ 500 Kondensationstrockner. Siemens ist seit vielen Jahren zu den führenden Herstellern in der Wasch-, Herstellern- und Wäschetrocknerbranche. Die IQ 300 läuft in der Energieeffizienzklasse B, gleichgesetzt in die 10-Klossensystem dies ein A++++ bis D pro Jahr der gewichtete Energieverbrauch 497 Kilowattstunden wäre. Die Arthodre Innovation sorgt dafür, dass Ihre Wäsche schonend behandelt wird, wenn Sie Ihre Bügel, Schrank oder extra trocken wählen, Erfassungseinheiten das Trommeltemperaturniveau und Feuchtigkeit zu vermeiden, zu heiß oder Übertrocknung und an der exakt gleichen Zeit untersuchen, die Schrumpfung effizient vermeiden von Textilien. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.